Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Beim letzten Mal haben wir auf tragische Art und Weise zwei weitere Gruppenmitglieder verloren, nämlich Katja und ihren Sohn Doug. Aber nichtsdestotrotz geht unsere Reise Richtung Savannah weiter. Und Chuck, unser Neuling in der Gruppe, hat uns vorgeschlagen, Clementine im Umgang mit Schusswaffen mal zu unterrichten. Und ich denke, das ist gar kein so schlechter Ratschlag. Außerdem schlug er auch noch vor, dass wir uns als Friseur rumprobieren und Clementine mal die Haare schneiden. But there are some precautions we have to take. Okay, yeah, that makes sense. Don't worry, sweetheart. Okay, what should we do? Well, I'm gonna figure out a plan for when we get to Savannah. Teach you how to protect yourself and tidy up a little so you can't get grabbed so easily. I'd like that. Good. Gut, mal schauen, ob du es immer noch magst, wenn wir dir gleich sagen müssen, dass wir dir die Haare schneiden müssen. Na gut, dann machen wir als allererstes aber mal, du musst lernen, dich selbst zu schützen. Ich denke mal, werden wir gleich ein bisschen Waffentraining mit ihr durchführen. You need to know how to protect yourself. Like hiding or running away? Got it. I mean with one of these. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. Okay. See? It's not scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top, through that notch. Line up the sight at the end with your target. Is there anything else I should know? When you're ready to shoot, make sure you're not breathing too hard. And then hold your breath right when you pull the trigger. Like when I'm swimming? No, just for a quick second. I found that if I did that, it was a lot more accurate. It's tough, but it'll help. I can do that. Okay. Gut, dann machen wir mal ein paar Schießübungen mit ein paar Glasflaschen. Good. Don't lock your elbows. Okay. Let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Nice and easy. Nice and easy. Nice. Whoa. You okay? My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to? Yeah, you do. So, und jetzt müssen wir ihr noch ein paar Anweisungen geben, wohin sie zielen soll, aber ganz ehrlich, das ist relativ schlecht einzuschätzen, aber wenn man den Schuss gerade eben verfolgt hat, ich glaube, der war ein bisschen zu tief. Aber so von dieser Richtung her war das, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, noch ein bisschen höher. Ja, habe ich doch richtig gesehen. Ach, ehrlich, noch einmal. Okay, ein Schuss. Ist wohl nicht ausreichend für das Training oder zwei Schüsse. So, jetzt haben wir gesehen, der ist oben links weggegangen, also ein bisschen nach rechts. Und ein bisschen tiefer. Yay! Ach, muss das wirklich sein? Okay, alle guten Dinge sind drei. Wo Lee jetzt auch immer die Glasflaschen immer herzieht. Hey, direkt getroffen. Yeah, you did. Good job. I was holding my breath and the gun didn't shake so much. See, you did good. They're not walkers though. No, far from it. But you know how these things work now. We'll graduate you to walkers one day. Okay, I feel good. Not so scary, huh? Nuh-uh. Na siehste. Haben wir der Kleinen noch die Angst vor einer Waffe genommen, das ist auch schon mal sehr viel wert. Du hast Clementine gezeigt, wie sie sich verteidigen kann. Sehr schön. So, jetzt schneiden wir ihr aber erstmal die Haare. Hey, Clint. Hi. So, you're probably not gonna like this.
Oh no. What happened? Nothing. We have to talk about your hair. It's not safe. That's not nice. What? Are you saying it smells? No. Cause it does. Kinda. Do you remember when Andy St. John grabbed it and I got mad? Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker, well, we need to trim it. Just a trim, right? I need to cut it short enough so that it can't get grabbed. Okay. Voll begeistert. Sorry, Clem, aber das ist nur zu deiner eigenen Sicherheit. Don't mope. It's a good thing. Wirst bestimmt gut aussehen. Hauptsache Lee. Do you know how to do this? Ja, natürlich. Yeah, of course. I don't believe you. Damn it. Well, good. Good? Means you know when someone's lying to you, which is another valuable survival skill. So you did kill someone before. Yeah. You could have just told me. I wouldn't have been afraid of you or anything. I'm sorry. You've killed lots of things now. It doesn't even matter. Ja, mit so ein kleiner Jungenschnitt, wie es aussieht. No, it's different. But you do it now to protect yourself. And to protect me. I was sent to jail. Did people ever go to jail when they shouldn't? All the time. Okay. Ja, ich will gar nicht wissen, wie oft das wirklich passiert. Here, I have some hair thingies. You do? Yeah, Lily gave them to me for sleeping. Ja. All set. Fühlt sich so nackt an. Oh. No, you look cute and a lot harder to grab. Ich finde, sie sieht sogar noch niedlicher so aus. Was ist los? Clementines Frisur ist jetzt viel sicherer. Und wir können noch was machen, aber wir reden erstmal mit ihr. Ach, die Karte zeigen. Sorry about your hair. I think it looks cute, though. My mom isn't going to like it. Ja, fragen wir sie mal, was sie über Chuck denkt. Me neither. He might be an okay guy, though. You think? We'll keep an open mind about him. He's probably had it pretty rough. Sollen wir zu ihr sagen, sei in Bands Nähe bitte vorsichtig? Dann fragt sie natürlich, warum. Ich denke, das werde ich jetzt mal nicht ansprechen. Aber das müssen wir irgendwann ja noch Kenny irgendwie beibringen. Oh, das wird ein Akt, das sage ich euch. Aber reden wir doch lieber über Savannah. Talk about Savannah. Me too. And what we're gonna do when we get there. We don't know what to expect. The city could be bad or totally under control. The thing is, you and I, we're a team, you know? And a team needs a plan. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. A plan. I like it. Good. Ja, ein Plan ist immer gut. Oh, jetzt ist das schwer. I think we should look for your parents. Really? Yeah, you need to know if they're okay. And, well, if they're not, what happened to them? I'm sure they're okay. Mann. Ja, komm. Wir bleiben einfach positiv. It's best to stay positive. That's what Dad always says. Let's look at the map. If we can figure out where they were, we can start there. Looks like we'll come right through town if there's nothing on the tracks to hold us up. Got a good chunk of Savannah here. What do you think? They always stay in the same place when they go there. It's, Erinner dich. Hey, don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. There are a lot of hotels on here, but read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the, something Mar. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it! So we'll head there. Yes! You think we have a good plan?
I think it's very good. Can I tell my parents? You know. Hm? Also. Okay. Sure. Go ahead. All right. How do you feel? Good. Better. I'm glad we have a plan. And you're a good little shot. Thanks. I guess we should see how far. Oh shit! Hold on, everybody! Was ist denn jetzt los? Das wäre natürlich auch zu einfach gewesen, wenn wir jetzt so durch Savannah durchreisen können. Aber was ist denn jetzt? Warum halten wir an? Okay, das ist ein kräftiger Grund. Fuck, 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 fuck! Maybe we could walk? That's fucking stupid, Ben. I'm just saying. I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. That's gas or diesel. Something that's gonna explode. You gotta get a hold of yourself. This a crew here. This ain't shit. This? Yo, you keep screaming like that and you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. No, we're friendly! Put your hand down, kid. That's what everybody says. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there, we won't let them escape. Schon klar. Aber die sehen doch irgendwie vertrauenswürdig auch so auf den ersten Blick. Aber natürlich ist dieser blöde Truck genau dort runtergekommen, wo der Zug eigentlich hätte langfahren sollen. Ach ja, aber das kennen wir ja von guten Geschichten. Der Zufall will immer so. Come up there. You better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. Out, out, out. Sorry für die kurzen Wackler mal wieder. A group of guys is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Hey, dude. I'm Omid. Lee. Krista. What's the deal with the train? We're driving it. Oh, man. Nein. Das hätte jetzt keiner gedacht, wa? Hey, I'm not gonna bullshit you. Our group is a little fucked right now. We had a bite victim. Then his mom took her life, and before that, just... Oh, so ehrlich wollte ich jetzt eigentlich nicht sein. Oh, shit! God damn, you guys have a kid! What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit! What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Oh, this is great! See? Things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? Hast du mal ein bisschen Zeit? I came across Clementine alone, first day all of this happened. We've been together ever since. And everybody down there, they're cool? Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? What time is it? I don't know, four? Maybe 2 hours ago. God damn. We're sorry for anything that's happened to you guys. That train is awesome, though. That tank is your real problem. We'll help you with it, but if we see anything we don't like, we're moving on down the road, alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. No, wie wird's das durchschneiden, Mann? Ja, schauen wir uns erstmal hier oben ein bisschen um. Eine Anhängerkupplung. Wenn wir die wirklich irgendwie abschneiden könnten oder irgendwie entfernen könnten. Ich glaube auch nicht, dass du das mit den Händen irgendwie hinkriegst. Aber selbst wenn wir das runterfallen lassen würden,
wenn das Ding unglücklich fällt, dann bleibt es einfach auf der Schiene stehen. Und dann haben wir noch ein größeres Problem als ohnehin jetzt schon. Auf jeden Fall wollen die beiden Charaktere uns hier helfen. Reden wir doch erstmal mit den beiden. Er heißt Omid und sie heißt Krista. Let's go talk to your people, man. Omid? What? Ja, sie sagte zwar, dass die beiden dann ihren eigenen Weg weitergehen, aber ich glaube eher, das hört man jetzt schon in dieser kurzen Zeit heraus, dass er gerne mit uns kommen würde. Aber schauen wir uns erstmal den Generator an. Der ist natürlich leer. Jetzt haben wir hier einen Notfallwagen. Irgendwas Interessantes. Stoppschilder. Okay, damit können wir nicht viel anfangen. Aber da ist ein Klebeband, wenn ich das richtig sehe. Jo. About the only useful thing in here. Wofür auch immer, aber gut. Er hat es auf jeden Fall erstmal eingesteckt. Dann gehen wir doch erstmal wieder runter und reden mit unseren Peoplen. Wie Omid es vorgeschlagen hat. Wo? Guys, this is Omid and Krista. Not big on welcomes. Like I said, it's been a bit of a day. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we're not looking for charity. We could help you guys, though. Maybe. So, yeah. Hi. Again? These two are joining us. We'll see about that. Gotta be careful about newcomers, I say. I don't know what it is. I could tell you two are good people. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. And why don't I show you how this thing works, in case something happens? Really, Ken? It's probably for the best. Nicht, dass er sich irgendwie auch noch was antut. Sounds great. Let's do this thing. Das klingt nämlich gerade irgendwie verdächtig, falls mir irgendwas passieren sollte. Okay, dann zeigt also der gute Kenny gerade Omid, wie der Zug funktioniert. Ich glaube, so viel ist da eigentlich nicht zu erklären, aber okay. Wir können jetzt nochmal wieder hochgehen, aber das bringt uns, glaube ich, nicht viel. Wir sollten mal bei uns beim Bahnhof ein bisschen umschauen. Auch vorher reden wir natürlich erstmal mit Clementine. You interrogating this woman for us? Yep. She set off any alarm bells? Not yet. She's very thorough. That's what I like to hear. Oh, die Kleine ist so niedlich. Ah, mit Krista können wir auch nochmal reden. Hey there. That's a pretty useful radio for her to be holding on to, no? It's busted. But it means something to her. Oh, I understand. Und wie optimistisch Clementine jetzt geworden ist, nachdem wir ihr versichert haben, dass wir wirklich in Savannah nach ihren Eltern suchen. Ich glaube, der Rest der Gruppe hatte eher was dagegen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin. Lassen wir Clementine erstmal den Glauben und schauen, was passiert, wenn wir wirklich dort ankommen. Where are you from? San Francisco. Jeez, a long way from home. I blame the one in there. He wanted the great American road trip. Well, he got a little more than he bargained for, huh? Who the hell is into Civil War history anyway, other than old white guys? Lee ist Geschichtslehrer. Grinst. Wonderful. You two will be thick as thieves. Ach, wie geil. Du hast erfahren, dass Omid sich für die Geschichte der Südstaaten interessiert. Ob das uns mal irgendwann weiterhelfen wird, okay. What were you two arguing about when I was coming up the ladder? Nothing. If you're gonna be around for a while, it'd be good to know what baggage you got. And maybe we won't be around for a while. Ja, sie ist irgendwie noch so ein bisschen skeptisch. Okay. Not sure how we'll get that tank down. Maybe ask Omid. He likes to break things. Nö, müssen wir nicht unbedingt tun. Ich würde sagen, wir schauen uns wirklich erstmal da bei diesem Bahnhof ein bisschen um. Vielleicht finden wir dort irgendetwas Nützliches. Auch wenn ich das jetzt nicht so gut finde, das Lied alleine da. Ah. You don't like the new girl? I do, but it's like we're a team, like you said. Yeah, alright. Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything.
Wollte gerade sagen, mir gefällt das nicht, dass Lee da alleine hingeht, aber das hat sich soeben gerade erledigt. Und so von der Spielmechanik her müsste doch hier irgendwas sein, was uns weiterhelfen würde, oder? Da steht da oben Survivors Inside, Überlebende innen drin. Naja, das bezweifle ich, dass da jetzt noch Überlebende drin sind, aber wer weiß. Vielleicht hat sich hier irgendjemand verbarrikadiert. Okay. Verschiedene Schilder. Fein Silber. Dogney. Hab grad Maken gelesen. Ne, Maycape Imports. Na, so ein paar Werbetafeln. Ein Farbeimer. Somebody was doing some painting. Ja, das kannst du zwar von deiner Position jetzt nicht sehen, aber da oben auf dem Dach. Somebody was doing a lot of painting. Was hast du denn mit? Da hat aber jemand sehr viel gemalt. Naja, gute Erkenntnis. Weil irgendwo muss es doch auch hier einen Eingang in diese Station geben. Was haben wir denn hier? Noch ein Schild. Ja, kein Eingang. Und was machst du da, Clementine? You should wait for me before trying to open doors. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. Das denke ich doch auch, dass wir das irgendwie hinkriegen werden. Aber wie genau wir in diese Busstation eindringen werden, das erfahren wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Walking Dead.